Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns nochmal die 70. Jahrwoche an und hier insbesondere dieses Phänomen des Gräuels der Verwüstung. Dieser Begriff kommt, ich glaube, dreimal im Daniel vor und ich glaube einmal Daniel 8, einmal Daniel 11, einmal Daniel 12. Und Jesus selber zitiert auch Daniel in Bezug auf den Gräuel der Verwüstung und sagt, achtet auf das, was der Prophet Daniel sagt. Wenn man das im Detail sich ein bisschen anschaut, kommt man zu einem erstaunlichen Ergebnis, dass nämlich der Gräuel der Verwüstung keine römische Feldstandarte ist, die Römer in Jerusalem aufgestellt haben sollen im Jahr 70 nach Christus, sondern dass der Gräuel der Verwüstung das Töten der Wiedergeborenen in Jerusalem in der Endzeit durch den Antichristen ist. Und diese Eroberung Jerusalems durch den Antichristen, das Hineinbrechen in die Stadt, das Töten der dort eingeschlossenen wiedergeborenen Menschen, des wiedergeborenen Überrests aus Israel, das wird der Antichrist in der Endzeit tun und das hat auch Antiochus getan. Und zwar auf seiner Rückkehr von Ägypten, von seinem Ägyptenfeldzug. Der hat ja versucht, Ägypten zu erobern im Jahr 169, 168 vor Christus. Die Römer haben ihm das damals dann verwehrt. Das ist der Beginn des Römischen Reiches, also nach der Diadochenzeit, kann man auch in Daniel sehen. Daniel verfolgt aber die Diadochen, speziell die Seleukiden, um bis zu Antiochos Epiphanes zu kommen. Und als Antiochos Epiphanes dann von den Römern untersagt bekam, Ägypten zu erobern, ist er zurückgezogen nach Norden, hat Jerusalem wieder unter seine Herrschaft gebracht und hat dort ein schreckliches Gemetzel angerichtet. Der hat dann einen Zeus-Kult eingerichtet, der hat verboten, dass weiter der Tempel betrieben wird und die Opfer dort geopfert werden. Also alles das, was auch Daniel 9, Vers 27 sagt, hat es historisch schon bei Antiochos Epiphanes gegeben. Und zwar relativ genau in der Mitte seiner Amtszeit, die 7 Jahre betrug. Also Antiochos Epiphanes selber war 7 Jahre an der Regierung von 171 vor Christus bis 164 vor Christus. Er ist dann schändlich ums Leben gekommen, auch davon spricht ja Daniel 9. Und insofern ist die Regierungszeit und die Persönlichkeit und das, was Antiochos Epiphanes getan hat, der historische Antiochos Epiphanes, geradezu deckungsgleich mit dem, was in der 70. Jahrwoche passiert, in der Endzeit durch den Antichristen. Denn beide sind werden nach Jerusalem einbrechen. Beide werden in Jerusalem ein Gemetzel anrichten. Der Antichrist hat das getan im Jahr 168 vor Christus, 167 vor Christus. Der Antichrist wird das in der Endzeit tun. Beide Persönlichkeiten sind kongruent, sind deckungsgleich. Das überlappt irgendwann. Ja? Diese 7 Jahre der Regierung vom Antiochos und diese 7 Jahre Endzeit, die überlappen irgendwann und die fließen ineinander. Und die Mitte dieser Endzeit, die Mitte dieser 70. Jahrwoche, die wird gekennzeichnet durch die Aufrichtung des Gräuels der Verwüstung. Jetzt sagen natürlich viele, da steht ja Aufrichtung des Gräuels der Verwüstung, da wird ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Man kann aufgrund der griechischen Formulierung, der hebräischen Formulierungen im Daniel aber auch sagen, dass ein Gräuel der Verwüstung angerichtet wird. Dieses Wort, was dort im Grundtext verwendet wird, kann aufrichten heißen, anrichten, einrichten, zurichten, herstellen. Das schauen wir uns mal im Detail dann auch später an. Also es geht nicht darum, dass etwas da aufgerichtet wird. Und es geht vor allem nicht darum, dass eine römische Feldstandarte aufgerichtet würde. Denn der Gräuel der Verwüstung, sozusagen der Höhepunkt der Verwüstung, das Abscheulichste in dieser ganzen Verwüstung, die in dieser Zeit dann kommen wird, davon spricht ja der Engel zu Daniel, das aller Abscheulichste ist, dass der Antichrist in die Stadt Jerusalem einbricht und die dort eingeschlossenen, wiedergeborenen Menschen, die an Jesus Christus glauben, tötet. Das ist der Gräuel der Verwüstung. Und der wird nicht aufgerichtet, sondern der wird angerichtet. Ja? Der wird hergestellt, der wird durchgeführt. Das ist das, was dieses Wort meint. Das hat mit dem römischen
Reich und der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus nichts zu tun. Die Jünger machen Jesus ja auch darauf aufmerksam und sagen, schau mal, was der Tempel für prächtige Gebäude hat. Und Jesus sagt dann zu ihnen, seht ihr nicht, das alles, die ganze Stadt Jerusalem, wird dem Erdboden gleich gemacht werden und wird vollkommen zerstört werden. Israel bricht auseinander, Jerusalem wird erobert werden und vollkommen geschleift werden. Und das Volk Israel, das wir heute kennen, die Menschen, die in Israel heute wohnen, die Juden, werden noch einmal weggeführt, werden noch einmal verkauft werden unter die Völker, unter die Goyim und müssen noch einmal, wenn man so will, in eine babylonische Gefangenschaft, aus der sie Christus dann holt, wenn er sein tausendjähriges Reich aufbaut. Das ist erschreckend, das ist für mich auch vollkommen unerwartet gewesen. Aber das ist das, was die Bibel sagt über dieses Volk Israel und was dem Volk Israel noch bevorsteht. Also man kann sagen, Gott sammelt sein Volk, ja, das glaube ich schon, auch wenn das durch menschliche Beschlüsse geschehen ist. Aber er sammelt sein Volk zum Gericht. Warum? Weil Israel nicht an Jesus Christus geglaubt hat, weil Israel nicht an seinen Messias geglaubt hat und die Juden das bis heute noch nicht tun. Gott sammelt sein Volk, aber er sammelt es zum Gericht. Und um auch das noch zu ergänzen, eigentlich ist diese Formulierung, die ich gewählt habe, nicht ganz richtig, denn Gottes Volk zur jetzigen Zeit ist nicht Israel. Gottes Volk zur jetzigen Zeit sind die Christen, alle, die an Jesus Christus glauben, die wiedergeborene Gemeinde Jesu. Das ist eine kleine Schar, aber die sind Gottes Volk und nicht das alttestamentliche Volk Israel. Israel war Gottes Volk im Alten Bund. Israel wird Gottes Volk wieder sein im tausendjährigen Reich. Das wird aber ein anderes Israel sein. Das wird ein Israel von bescheidenen Menschen sein, die durch große Trübsal gegangen sind und die Gott lieb haben. Das wird ein Israel Gottes sein. Das wird ein Volk von Leuten sein, wie, so wie David war, wie Abraham war. Gute Leute, also Leute, die Gottesleute waren. Ja? So wie die Christen im Neuen Bund das auch sein sollen. Und ich will das nur ergänzen, halt der Vollständigkeit halber. Israel war Gottes Volk im Alten Bund. Israel wird wieder Gottes Volk sein im Neuen Bund. Aber heute, zur heutigen Zeit, ist Gottes Volk die Gemeinde Jesu Christi. Wenn die entrückt ist, wird sich Gott auch wieder seinem Volk dann zuwenden. Ich zeige das hier kurz, weil in den Clips, weil mir das wichtig ist, dass man das noch irgendwo mal ergänzt. Dieser Gräuel der Verwüstung, den hat es schon mal im antiken Jerusalem gegeben. Den hat Antiochos Epiphanes dort hergestellt, angerichtet. Und genau dieser Gräuel der Verwüstung wird in der Endzeit wiederkommen und den wird der Antichrist in Jerusalem herstellen und anrichten. Und das ist das, was Jesus meint, als die Jünger ihn aufmerksam machen auf den Tempel. Er sagt, er seht ja nicht, das alles hier wird komplette Verwüstung, wird hier sein. Ja. Und diese beiden Zeitpunkte dieses Gräuels der Verwüstung im Alten Testament, in Daniel, und der Gräuel der Verwüstung in der Endzeit, die sind deckungsgleich, die fließen ineinander, diese Zeitpunkte sind ineinander und man kann die so zusammenschieben. Dazwischen befindet sich die Zeit vom Gräuel der Verwüstung von Antiochos Epiphanes, eigentlich bis in die Endzeit, bis in die letzte Endzeit, ja? Worauf auch das die Endzeitrede Jesu hinzielt. Und das versuche ich mal grafisch darzustellen, das ist hochkomplex. Ja? Das ist auch eigentlich nur für Leute, die sich da sehr vertieft mit auseinandersetzen wollen. Und ich möchte damit einfach nur zeigen, dass die Bibel da hochexakt und hoch detailgenau ist. Danach wenden wir uns auch wieder anderen Themen zu, die vielleicht fürs konkrete Glaubensleben wichtiger sind. Aber ich möchte das gerne hier zeigen, weil ich empfinde das einerseits wichtig, dass man es weiß. Andererseits finde ich Sachen, die man anfängt, die bringt man auch zu Ende. Ja, die schließt man dann auch ab. Das wäre so ein Abschluss. Und als letzten Punkt glaube ich, dass man daran sehen kann, dass das hochexakt ist, was die Bibel sagt. Das ist genial, was in der Bibel formuliert worden ist. Speziell in Daniel, das ist bis auf jedes Wort, bis auf jedes i-Tüpfelchen, ist das hochexakt und hochgenau. Sogar diese Ankündigung, dass ein Fürst kommt und dass
der nach 62 Jahrwochen dann ausgerottet wird. Da steht nicht genau, wann das ist. Ja, das sind alles Sachen, die müssen so formuliert sein, weil nur so sind die richtig. Lassen aber viele Dinge auch offen, sind deswegen auch für viele unverständlich, weil vielen einfach wichtige Dinge in Gottes Heilsgeschichte fehlen, weil sie nicht wissen. Dazu gehört natürlich, dass Daniel eine griechische Linie zeigt, sonst kommt man überhaupt nicht so weit. Ja? Dann bleibt man bei solchen Inselerkenntnissen, legt da immer das Römische Reich nach Daniel rein, was vorne und hinten nicht passt, ja? Passt nicht zusammen. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems weiß und deswegen auch nicht weiß, was der Gräuel der Verwüstung tatsächlich ist in der Endzeit und was das für ein Gräuel der Verwüstung in der Antike war. Ich zeige hiermit nur, dass das, was ich sage, gar nichts Neues ist. Ja, ich mache gar nichts Neues, ich mache keine neuen Spekulationen, sondern ich möchte eigentlich zurückführen zu diesem alten Wort Gottes im alten Bund, in Daniel, in Jesaja und überhaupt im Alten Testament, weil das wahre Licht scheint jetzt und wir aus diesem Alten Testament so sehr viele Dinge herausfinden können und sehen können, dass das ineinander gefügt ist wie ein Werkstück und wunderbar passt miteinander. Auch an diesen Detailpunkten kann man die Ergebnisse wieder plausibilisieren. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil so viel behauptet wird heute im Internet über die Bibel und da wird so viel Unsinn auch erzählt. Ja? Das ist verwirrend viel, was da passiert. Und da durch dieses Dickicht einen guten Weg zu finden, gibt es nur eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist, sich an Gottes Wort zu halten. Das eine muss mit dem anderen verbunden sein. Das müssen mehrere Punkte sein, die aneinander passen, sodass das ineinander gefügt ist. Und diese ganzen Bibelstellen, die müssen miteinander im Einklang stehen. Sonst sind das Inselerkenntnisse und kann alles Mögliche reininterpretiert werden. Aber es ist nicht wahr, was da beschrieben wird. Ja. Darauf kommt es mir an, auch in so verrückten Zeiten wie heute, wo wir ja mit erstaunlichen Infektionsgeschehen zu kämpfen haben. Vielleicht auch dazu ganz kurz, ich äußere mich dazu in meinen Clips nicht. Manchmal denke ich, das wäre vielleicht dringend notwendig, das zu tun. Aber das ist eine Auseinandersetzung, die ist sehr, sehr groß. Nicht, dass ich mich davor scheuen würde, aber alles das ist ein Symptom endzeitlicher Entwicklungen. Ein Symptom, mehr nicht. Wenn man sich mit diesem Symptom auseinandersetzt, und das tun ja auch viele Wissenschaftler, ist das okay? Und ich habe da auch gar nichts gegen. Wenn man sich da kritisch mit auseinandersetzt, finde ich das auch gut und auch richtig. Dennoch ist es nur ein Symptom. Es ist nicht die Sache selbst. Denn wichtige Fragen bleiben für mich ungeklärt. Wie zum Beispiel die, wer verursacht das alles? Wer steckt hinter dieser weltweit konzertierten Aktion? Wer hat den Einfluss und die Macht, das weltweit zu tun? Und was passiert hier wirklich? Also mir geht es auch da ganz ähnlich wie bei der Bibel drum, zum Grund der Dinge vorzustoßen. Wer meine Clips aufmerksam sieht, weiß, was ich meine. Der weiß auch, was ich vermute. Ob das irgendwann mal öffentlich so auch auf den Kanälen, auf meinen Kanälen kommt, bleibt abzuwarten. Das entscheidet der Herr Jesus Christus. Mir ist wichtig, selbst in diesen Wirren der Zeit, in denen wir jetzt sind, schaut in die Bibel, lest die Bibel, lernt die Bibel kennen und noch wichtiger, lernt Jesus Christus kennen. Ja? Kehrt um, bekehrt euch, übergebt ihm sein Leben. Das ist das Allerwichtigste, denn selbst wenn es keine solchen Infektionsgeschehen gäbe, wie wir sie jetzt haben, ist unser Leben begrenzt und beschränkt. Ja, irgendwann werden wir alle unser Leben lassen, ob das auf natürliche oder unnatürliche Art und Weise ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Jedes Leben ist begrenzt und die Frage ist, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Gehen wir in die ewige Herrlichkeit oder gehen wir in die Verdammnis? Das ist eine zentrale Frage. Und obwohl ich mich sehr mit prophetischen Themen beschäftige und mir immer wieder Leute auch schreiben, das ist alles gar nicht so wichtig. Doch, das ist wichtig. Da liegt auch Verheißung drauf. Und diese Themen müssen aufbereitet und aufgearbeitet werden, weil so viel Unschärfe da drin ist und weil so sehr viele Behauptungen gemacht werden, die an der Bibel überhaupt nicht zu belegen sind. Das muss mal ein bisschen aufgeräumt und abgestaubt werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt ja nicht, dass man dann vernachlässigen würde, trotzdem Jesus Christus nachzufolgen und sein Leben ordentlich zu leben und im Willen Gottes zu sein. Deswegen habe ich auch andere Clips gemacht, auch über Gesetz und Gnade und über
Naja, über andere Themen. Trotzdem glaube ich, dass diese prophetischen Themen auch aufbereitet gehören, weil wir uns in einer Zeit wiederfinden, die wir uns so vielleicht nicht gewünscht haben. Ja? Aber, und damit möchte ich dann auch schließen, wir sind ein gottloses Volk geworden. Ein gottloses, arrogantes, anspruchsvolles Volk. Ein egoistisches Volk. Es ging nur noch darum, wo fahre ich demnächst hin in Urlaub und welches Auto kaufe ich mir als nächstes. Größer, höher, weiter. Und jeder hat nur für sich gemacht. Und wenn dieses ganze Geschehen hier vielleicht mal beendet sein sollte, werden alle wieder in diesem alten egoistischen Trott weitermachen. Ein jeder sah auf seinen Weg, steht in Jesaja. Und genauso ist es heute auch. Wir sind ein gottloses Volk geworden. Und wir müssten dringend zurück zu unserem Gott, zu Jesus Christus. Denn allein da ist das Heil. Nicht in der Aufhebung von irgendwelchen Infektionsgeschehen oder anderen Themen, sondern allein da ist und bleibt das Heil. Das ist der Kern, das Zentrum meines Evangeliums. Das ist eine Person, Jesus Christus. Ja. Trotzdem beschäftige ich mich mit den prophetischen Dingen. Mir liegt das irgendwo. Es gibt andere Dinge, die sind auch wichtig. Die findet ihr ja auch im Internet. Ja. Kann man auch machen. Auch dann und wann beschäftige ich mich damit. Aber hier im Kanal geht es speziell um die Aufbereitung von Daniel, von der Offenbarung, von den Endzeitreden Jesu und von Prophetie. Und das Schöne ist dann, wir haben ja auch angefangen in Johannes 3 zu den Füßen Jesu. Wir haben nicht angefangen in der Offenbarung irgendwelche Spezialthemen zu behandeln. Wir haben nicht irgendwie beim 7. oder 8. oder 9. Siegel oder der 13. Posaune angefangen. Ihr wisst, wie ich das meine, ja? Sondern wir haben zu den Füßen Jesu angefangen. Wir haben Johannes 3 angehört, ein Kapitel, wo jeder gähnt und sagt, ja, das habe ich alles schon gehört, da weiß ich schon alles von, ja? Und wir haben nur mal Mäuschen gespielt, haben uns hingesetzt und einfach mal dem Meister zugehört und überlegt, was sagt Jesus da überhaupt über die Wiedergeburt, wo kommt die im Alten Testament vor. Und plötzlich kommt man in die Endzeitreden Jesu und in die Offenbarung, die Bibel öffnet sich. Warum? Weil wir Jesus zugehört haben. Das ist der Sinn und Zweck dieses Kanals. Danke fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und viel Gewinn beim Anschauen des Clips.